Die IFA 2014 hat im Bereich Fernsehen einen Trend bestätigt, der sich schon seit ein paar Jahren abzeichnet. Das ist der Trend nach hochauflösendem Fernsehen und nach vernetztem Fernsehen. Man ist also durch das grosse Bild, vor allem dann auch wenn die Gerätoberfläche gekrümmt ist, viel mehr einbezogen ins Geschehen. Man hat durch das vernetzte Fernsehen nicht nur Zugang zum normalen Fernsehprogramm mit einem bestimmten Programmraster, sondern zu freien Programmen auch aus dem Internet, wo man sich bedienen kann, wo man schauen kann, wenn das man will. Mein Name ist Armando Romagnolo, ich bin Marketingdirektor bei Panasonic Deutschland und ich möchte Ihnen vorstellen, was das wichtigste, der wichtigste Trend auf der diesjährigen IFA ist. Das ist das Thema UHD oder 4K, sprich ultra hochauflösendes Fernsehen. Das ist ein komplett neuer Standard, der eine viermal so hohe Auflösung wie bei Full HD ermöglicht. Überraschend ist, wie schnell sich die 4K-Auflösung im Markt etabliert hat. Jeder namhafte Hersteller hat ganze Modellreihen mit dieser Hochauflösung präsentiert. Dazu kommen die Fernseher, die mit grossen Bilddiagonalen und UHD-Auflösung auch noch eine gekrümmte Oberfläche hat, sodass man noch weiter ins Bild hineingezogen wird. Interessant bei Samsung, ein Grossbildschirm, wo man wählen kann, ob man einen Flachbildschirm oder eine gekrümmte Oberfläche hat. Wir sind hier auf dem Messestand von Löwe. Die Messe 2014 ist natürlich eine besonders wichtige Messe für uns nach den Turbulenzen des vergangenen Jahres. Löwe steht natürlich für Design und Löwe steht für Technologie. Wir haben ein komplett neues UHD-Line-Up dieses Jahr auf der IFA vorgestellt, über vier Produktlinien, alle UHD-fähig, mit komplett neuem Design. Und wir haben natürlich hier auch mit dem Masterpiece ein wirkliches Design-Statement wieder gesetzt. Das absolute Highlight und Schmuckstück unseres Messestands ist der Curved OLED, also ein gebogenes Gerät mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale mit OLED-Technologie, also für mehr Farbbrillanz, für mehr Kontrast. Und der gebogene Bildschirm versetzt Sie sozusagen noch mehr ins Fernsehgeschehen hinein und Sie haben einen Bildeindruck, den bisherige Fernsehgeräte nicht erreicht haben. Fernsehen ist heute mehr als einfaches Programmlogo. Zusatzinformationen zum Laufenden oder ganz andere Informationen, weitere Kanäle können parallel angeschaut werden. Umständlich wird es manchmal mit der Bedienung. Neben dem ultra hochauflösenden Fernseherlebnis, was Sie jetzt genießen können, also diese optimale Bildqualität, ist das Neue bei Fernsehern, dass Sie sich in ein Netzwerk einwählen können und dass der Fernseher mit mobilen Endgeräten kommuniziert, sprich Tablet-PCs oder Smartphones. Das iPad benutzt den zweiten Tuner vom TV, um eben ein Signal zu bekommen, das über das WLAN-Netzwerk gestreamt wird. Hierfür haben wir die Oberfläche eben mit der Senderliste, die wir auswählen können, dann eine Detailinformation, um eben dann Live-TV auf dem iPad anzusehen. Unabhängig davon, was gerade der Fernseher im Hintergrund, im Wohnzimmer zum Beispiel, anzeigt. Viele technische Neuerungen im Fernsehbereich der letzten Jahre werden laufend weiterentwickelt und vom Markt akzeptiert. 3D hingegen fristet das Schattendasein. Es reicht noch für einzelne Show-Effekte.